In diesem Video werde ich euch erklären, was soziales Handeln nach Max Weber bedeutet. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch für Soziologie interessiert, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf diese Weise verpasst ihr kein Video mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Max Weber war ein bedeutender deutscher Soziologe und gilt als einer der Gründerväter der Soziologie. Ihm zufolge ist soziales Handeln der zentrale Forschungsgegenstand der Soziologie. Denn laut Weber soll Soziologie heißen, eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. Was genau ist aber dieses soziale Handeln, von dem hier die Rede ist? Betrachten wir, um das zu verstehen, zuerst das bloße Handeln. Dazu schreibt Weber, Handeln soll ein menschliches Verhalten, einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, unterlassen oder dulden, heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. Wir können hier als erstes festhalten, dass Verhalten eine übergeordnete Kategorie ist, die erstmal jedes Tun, Unterlassen und Dulden umfasst. Also zum Beispiel auch das Denken. Eine Teilmenge des Verhaltens ist das Handeln. Das bedeutet, dass jedes Handeln automatisch auch ein Verhalten ist. Auf der anderen Seite ist aber nicht jedes Verhalten ein Handeln. Damit ein Verhalten auch als Handeln zählt, müssen die Personen mit ihrem Verhalten einen subjektiven Sinn verbinden. Sie müssen hinter ihrem Handeln also eine bestimmte Absicht bzw. Intention haben, damit ihr Verhalten als Handeln zählt. Das ist hier mit subjektivem Sinn gemeint. Ein bloßes Verhalten, zum Beispiel das unbewusste Atmen im Alltag, ergibt natürlich auch Sinn für den Organismus. Jedoch verbindet die entsprechende Person damit keinen subjektiven Sinn, also keine Intention. Im Alltag bemerkt sie schließlich gar nicht, dass sie atmet. Wenn sie hingegen bewusst atmet, zum Beispiel um sich durch eine bestimmte Atemtechnik vor einer Prüfung zu beruhigen, dann verbindet sie eine Absicht mit ihrem Atmen, also einen subjektiven Sinn. Dieses Verhalten von ihr würde deshalb auch als Handeln zählen. Jetzt haben wir geklärt, was Verhalten und Handeln ist. Daher können wir nun zum sozialen Handeln übergehen, das wiederum eine Teilmenge des Handelns ist. Konkret definiert Weber soziales Handeln als ein Handeln, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist. Für soziales Handeln reicht es also nicht, damit nur einen subjektiven Sinn zu verbinden. Die Handlung muss darüber hinaus ihrem gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen und daran in ihrem Ablauf orientiert sein. Deshalb ist das bewusste Atmen vor einer Prüfung nur ein Handeln und kein soziales Handeln, da hier zwar ein subjektiver Sinn vorliegt, die Handlung ihrem gemeinten Sinn nach aber nicht auf andere bezogen wird. Würden wir hingegen, zum Beispiel während einer Klausur, bewusst ganz besonders hektisch und laut atmen, um unsere Sitznachbarin nervös zu machen, dann hätten wir sozial gehandelt. Denn unsere Handlung, das laute und hektische Atmen, hat hier einen von uns subjektiv gemeinten Sinn, in dem Fall unsere Sitznachbarin nervös zu machen, und darüber hinaus ist unsere Handlung ihrem gemeinten Sinn nach auf das Verhalten der Sitznachbarin bezogen und daran in ihrem Ablauf orientiert. Ihr Verhalten ist in diesem Beispiel, dass sie neben uns sitzt. Max Weber hat außerdem vier Idealtypen entworfen, mit denen er soziales Handeln kategorisiert. Falls ihr euch dafür interessiert, klickt gerne auf dieses Video hier. Ich wünsche euch viel Spaß damit, bis gleich.